Es ist wieder Mittwoch 8:30 Uhr mit einem Blick in die Märkte wird es Zeit den Handel zu starten heute für Sie hier Euro britisches Pfund US-Dollar Schweizer Franken und der Nasdaq gestern Punkt Landung am Support und dann ging die Post nach oben ab schauen wir mal was hier weiter kommen kann auf alle Fälle sehr 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 interessant was wir hier sehen bevor wir das Webinar starten wie immer der Risikohinweis verbunden auch mit der Einladung hier, wer Fragen hat, direkt bitte in die Webinare hinein, das heißt in die Chats auf Facebook und auf GoToWebinar das Ganze, dann können wir selbstverständlich hier auch direkt Ihre Wunschcharts mit beleuchten. Zurück zum Risikohinweis, der ist bitte in Kenntnis zu nehmen, in Gänze selbstverständlich. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Machen wir weiter mit den Tagesnachrichten. Trump hat gestern mal wieder so ein bisschen getwittert. Mal schauen, was wird. Thema war natürlich China. Dolle Freundschaft zu China. Mal schauen, wie sich der Handelsstreit hier auflösen wird. Wir haben auch schon ein paar Daten bekommen hier aus China und zum BIP in Deutschland. Die hole ich auch gerade mal noch live wieder hier ins Webinar rein. Ich rufe sie nur noch mal schnell ab. Wir haben bekommen aus China 4 Uhr heute Nacht die Industrieproduktion. Sechseinhalb Prozent sind erwartet worden. Was hat gewesen? Wir haben sechseinhalb erwartet. Genau am Ende waren es die Industrieproduktion. Ein Zuwachs von 5,4. Naja, etwas schlechter als erwartet, muss man sagen. Wie geht es weiter? 8 Uhr kamen wir, haben wir aus Deutschland das Bruttoinlandsprodukt bekommen. Das prüfe ich auch gleich nach. Hier haben wir es gesehen. Die Erwartung hier steht es geschrieben, waren ein Zuwachs von 0,4. Das ist auch auf den Punkt getroffen worden. Hier, das ist die 0,4, wie wir sie da haben. Also, diese Daten sind schon mal durch. Was kommt am Nachmittag noch aus den USA um 14:30 Uhr? Wichtige Sachen aus dem Handel, nämlich die Einzelhandelsumsätze. Um 16.30 Uhr gibt es dann wieder die Rohöl-Lagerbestände. Letztes Mal gab es ja einen Rückgang von fast 4 Millionen Barrel. Jetzt hier etwas über 2 Millionen Rückgang erwartet. Mal schauen, was am Ende bei rauskommt. Auf alle Fälle mit Blick auf den Öl diesen Termin. Unbedingt im Kopf behalten. Ansonsten aus den USA heute Nachmittag noch ein bisschen was zum Thema, äh, wo haben wir es hier unten? Industrieproduktion. Es gibt mal wieder Reden seitens FOMC und EZB-Mitgliedern. Das alles hier am Nachmittag, wenn der US-Handel dann auch schon mit am Laufen ist. Und damit gehen wir rein in die Charts und schauen mal auf die aktuellen Ideen, die wir hier mit haben. Ja, hier kurz der Dax. Er bläst auch durch. Umgedreht hier auch gestern. Wir sehen es direkt im Support-Level um die Marke von 11.800. Hat mal wieder funktioniert. Ganz kräftiger Anstieg hier heute. Eine Follow-Through. Mal schauen, ob wir hier so weiter laufen können. Das wäre natürlich schön zu sehen. Richtungsänderung. Alles klar, Aufnahme der neuen Bewegung mit Bestätigung sehen wir alles sehr, sehr schön. Auch hier im Stundenchart hier unten gab es die Umkehr. Jetzt läuft es nach oben weiter. Schauen wir, ob es so bleibt. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, weil wir hier dann den Trend nicht gebrochen haben, sondern einfach nur tief in die Korrektur reingelaufen sind und jetzt wieder den Weg nach oben andrehen. Aber ich will hier nicht lange auf die Folter spannen. Wir gehen gleich in die Handelsideen für heute rein. Wir starten mal hier mit US-Dollar, Schweizer, Franken. Was wir hier gesehen haben war, wir hatten das schon mal besprochen, massiver Anstieg hier. Wir haben übergeordnet diesen großen, Trend mit am Laufen, das ist das, was hier grün mit eingezeichnet hat, hier das läuft schon eine ganze Weile sehr 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 ausladend hier auch mit den unterschiedlichen Trendgrößen, der Haupttrend hier, die untergeordneten Trends, also primär und sekundär ist alles schön ersichtlich. Hier haben wir jetzt die tiefe Korrektur mittlerweile oder mitteltiefe Korrektur, gut die Hälfte dieser Bewegung hier ist schon mal rausgenommen worden. Wir sind hier zum Stehen gekommen an einem untergeordneten Support. Hier die Marke von 100462. Das war ein Level im Stundenchart, wo es hier doch zu einem stärkeren Move nach oben kam, wo sich viele Marktteilnehmer entschieden haben, in die Long-Richtung zu investieren. Hier ist der Markt am Montag draufgelaufen, hat am Dienstag die Umkehr gemacht und jetzt brauchen wir nur noch auf die Bestätigung zu warten. Wenn die kommt, ja, dann sind nächste Anlaufpunkte hier. Mit Blick in diesen Tageschart, das schauen wir uns aber gleich nochmal im untergeordneten Stundenchart an. Einmal hier unten diese Marke von 101, beziehungsweise dann hier oben dieses Hoch, was auch das Tageshoch ist bei 10116. Das wäre hier der nächste Weg nach oben. Wenn es denn nach oben geht, haben wir viel, viel Potenzial, wenn wir hier oben mal schauen, wohin wir laufen können, wenn sich diese Dynamik auch fortsetzen sollte, dann haben wir hier eine Menge Menge Potenzial, was gut und einladend ist für Swing Trader und auch für Intraday Trader. Da kann man sich immer ein Stück vom Kuchen abschneiden nach unten hin, falls es nicht nach oben kommt, sondern wir hier eine ausladende äh, ja korrektive Phase weiterhin haben werden, wie schon gesagt, dieses Support-Level hier um die 100642 bzw. der nächste Support wären dann hier die 099970. Das ist gut ersichtlich in der Stunde. Deswegen schauen wir hier auch noch mal in die Stunde rein. Wir sehen hier sehr schön laufend nach unten hin diesen Trend hier. Also das war der Swing auf Tagesbasis und das ist hier der aktuelle Schub, der nach unten ging und der ist hier unten umgedreht und trendet jetzt schön nach oben. Trendfortsetzung wäre hier an dieser Stelle und mit Blick auf diesen Chart, den wir hier runter haben, hier war halt ein wichtiges Ausbruchslevel, wo sich diese letzte Move hier nach unten ergeben hat. Das könnte getestet werden und wenn wir da stärker auch reinbekommen, wäre das ein weiteres Zeichen. Dafür, dass der Markt eher nach oben als nach unten will. Das hier, wie schon gesagt, die 101163, äh, das kommt aus dem Hoch vom Tageschart. Das hat relativ wenig mit dem Stundenschart zu tun, aber der Blick nach unten, der zeigt uns im Stundenschart die zwei Level, die ich eingezeichnet habe. Einmal hier dieser Ausbruchsbereich, als wir von unten nach oben gelaufen sind und dann schön die Dynamik gesehen haben, und dann war hier das Tief. Dieser Vorphase, das hat natürlich auch eine gewisse Relevanz. Aus diesem Grund wären das mögliche Anlaufpunkte, wenn der Markt hier doch nur eine Korrektur im laufenden Abwärtstrend gemacht hat und wieder gen Süden dreht. Da müssen wir uns überraschen lassen, aber es sieht auf alle Fälle für die Long-Richtung hier in Richtung dieses großen Trends erst einmal gut aus, dass wir hier nach diesem Umkehrsignal die Tendenz nach oben weiter sehen können. Schalten wir rüber zum Währungspaar Euro, britischer Fund. Den haben wir vor ein paar Tagen schon mal besprochen, als wir hier innerhalb dieses schönen Kanals noch etwas tiefer standen. Da haben wir gesagt, dieser Kanal kann ohne Probleme weiter nach oben laufen im Sinne dieser Abwärtsdynamik hier. Erst einmal wenigstens bis in dieses Level hinein bei 0,86,750. Kurzfristigen Händlern stand dann auch noch hier dieses, dieser, dieser Zacken nach oben mit als Anlaufpunkt zur Verfügung. Das hat alles funktioniert für Kaufdruck gesorgt. Hier standen sozusagen die Absicherungsorders, haben den Markt hier nach oben getrieben. Jetzt sind wir hier bereits gestern mal über diesen wichtigen Widerstand bekommen und aktuell schaut es so aus, als wenn der Markt hier gar nicht aufhören will, nach oben zu laufen. Das heißt, dieser schöne Aufwärtstrend, den wir hier in der Stunde sehen, der läuft weiter. Wichtig wäre es jetzt zu sehen, wenn wir oder dass wir hier oben drüber gehen, um diesen Trend am Leben zu erhalten. Nächstes Level nach oben wären hier dieser Bereich um die 0,87,227. Das ist das aktuelle Korrekturhoch hier in diesem Trend, in diesem Abwärtstrend, also das Zwischenhoch an dieser Stelle. Es bleibt spannend, wie es hier weitergeht. Nach unten hin haben wir hier auch Marken liegen um die Tagestiefs von 086 534 bzw. 086 239. Das wären mal die nächsten Marken nach unten, wenn wir hier tatsächlich eine Umkehr sehen und hier am Widerstand. Aus diesem aufwärtsrichtigen Kanal ausbrechen und den Weg nach unten wieder raufnehmen. Und auch hier, wie jeden Tag, der Blick in die untergeordneten Zeiteinheiten. Hier haben wir es schön. Das ist der Aufwärtstrend, der schön diesen Trendkanal vorgibt. Und hier ist es jetzt halt so, der muss sich nach oben fortsetzen. Dann können wir den Lauf zum nächsten Widerstand sehen. Wenn wir hier allerdings Schwäche reinbekommen, dann sollten wir eher die Unterseite mit reingehen. Wie sieht Schwäche aus? Schwäche könnte. So aussehen, ich skizziere das hier mal ganz kurz, dass wir hier an dieser Stelle jetzt einen Verlauf sehen, der vor dieser Marke rumdreht. Das heißt hier Schwäche beispielsweise, dass wir ein tieferes Hoch sehen und dann nach unten drehen, einen Abwärtstrend machen, der dann hier unten unter dieses Level läuft und den Markt nach unten schiebt. Das wäre dann ein Zeichen der Bestätigung des Ausbruchs nach unten, dass der Markt hier runterlaufen will. Das wird spannend. Interessant ist das auf alle Fälle, auch wenn wir aus diesem Ausbruch nicht den Weg komplett nach unten sehen sollten, haben wir aber nach solchen massiven Anstiegen, wie wir sie hier haben, das ist schon ein ziemlich steiler Trendkanal, wo es einfach nur stark in eine Richtung geht, da kommt in aller Regel irgendwann eine Reaktion und diese Reaktion kommt häufig auch mal mit Schmackes. Und das könnte dann doch deutliche Performance kurzfristig nach unten geben. Und das kann man als Händler auf alle Fälle einmal mitnehmen. Und damit gehen wir von den Währungen im sauberen Chart rüber in den NASDAQ. Den habe ich heute mitgebracht. Auch Aufgrund der gestrigen Verhaltensweise und des Schubes, der hier kam. Wir sehen es direkt ans Level unten rangelaufen. Hier war der letzte Zacken aus der Korrektur um die Marke von 7250. Da ist er gestern im Tief sehr, sehr nah rangelaufen. Wir hatten das Low bei 7275. Heißt also hier. Da kam Kaufnachfrage rein, der Markt hat sich schön nach oben entwickelt und hier, jetzt brauchen wir eine Follow-Through und wenn das kommt, dann haben wir erst einmal die Chance nach oben zu laufen, hier Richtung dieses Tageshochs um die 7500, ja, ja knapp 36 Punkte marken und dann haben wir hier untergeordnete swing -Lows aus dem Abwärtstrend, den wir hier in der Stunde sehen, das sind alles Marken hier auf dem Weg nach oben. Heißt also, wenn das Potenzial sich voll entfalten sollte, haben wir doch die Chance, wieder Richtung Allzeit hoch zu laufen, aus einer ordentlichen Korrektur nach unten raus. Wenn der Markt vorher rumdreht, so what, ist es auch so, auf alle Fälle, wenn das bestätigt, wir brauchen die Bestätigung, um weiter hoch zu treten, dann haben wir gute Karten, dass der Markt hier Positiv Dynamik nimmt, die anderen Indizes sind auch gut nach oben mit am Steigen. Das ist interessant. Die Unterseite ist natürlich auch noch da. Supports liegen hier, wie schon gesagt, um dieses Korrektur-Tief. Da sollten wir nicht runterfallen. Dann wird dieser Trend gebrochen. Weitere Levels unten drunter hätte man dann hier bei knapp 7.200 Punkten beziehungsweise mit deutlichem Blick nach unten die Chance ist auch da, wenn es bricht bei 6000 um die 900 Punkte, da müssen wir heute glaube ich nicht drüber reden. Wir haben eine ganz ganz andere Dynamik und das ganze sehen wir auch schön in der Stunde hier. Der Markt hat hier noch mal einen kleinen Zacken geschlagen und läuft jetzt hier schön nach oben. Wir sehen es, im Kleinen hat er sich hochgeschwungen und das Ganze, wenn es aus dem Kleinen dann das Große wird, haben wir echt eine richtig gute Chance hier in den Markt hineinzukommen, einen neuen jungen Aufwärtstrend zu bilden und den können wir dann hervorragend dazu nutzen, entsprechend auch zu traden, wenn wir hier in die Märkte reingehen und das Ganze nach oben laufen sehen. Heißt also, kommt es hier oben an diesem Hoch um die Marke von Knapp 7450 Punkten zur Trendfortsetzung. Ist es interessant, dann haben wir den nächsten Anlaufpunkt, wie schon gesagt, hier an der Eröffnung vom Montag, hier oben an einem Korrekturhoch. Hier drüben auch alles sehr, sehr schön, sauber und interessant zu traden, wenn der Markt hier hochgeht. Das also ein kleiner, kurzer Einblick in die Märkte hier zum Mittwochvormittag. Ich entlasse jetzt alle Trader und Traderinnen, die hier zuschauen, in die Märkte. Allen gute Trades. Fragen, wie schon gesagt, können auch noch gerne im Nachgang gestellt werden. Da gehe ich morgen dann drauf ein. Ansonsten, toi, 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 gute Vorbereitung und ab in den Markt. Bis morgen. Tschüss.